Bald jährt sich Kevin Lötschers Rücktritt vom Profi-Eishockey zum 10. Mal. Dem verpassten Nachtrauern nicht mehr. Das Hockey hat seinen Stellenwert verloren. Aber es sei ein Teil von ihm. Genauso wie der Unfall. Ich glaube schon, Schicksal, irgendwo gibt es sicher etwas. Aber mein Schicksal zum Beispiel, ich sage euch regelmäßig, hey, alles passiert aus irgendeinem Grund. Und es war einfach, dass das Leben noch etwas anderes separat für mich, anstatt Hockey zu spielen. Und ich glaube, auf dem Weg, wo ich jetzt bin, kann ich ein wertvollerer Mensch sein als der Hockeyspieler von damals. Kevin Lötscher, der Ausnahmekönner. Seit dem 4. Lebensjahr spielt der Walliser Eishockey. Sein Höhepunkt? 2011, das Debüt an der AWM. Im Spiel gegen die Großmacht USA trifft der 23-Jährige zweimal. Vor den Augen der NHL-Scouts. Tage später im Wallis. Lötscher feiert seinen Erfolg mit Freunden. Er wird dabei von einer betrunkenen Autofahrerin angefahren. Schweres Schädel-Hirntrauma, künstliches Koma, der Kampf ums Überleben. Ich war ja mega zufrieden mit meinem ersten Leben. Wieso, im Gottes Willen, hätte ich ein zweites Zellen bekommen? Also, ja. Ich habe sicher nicht darum gefragt, aber hey, cool, ich weiß, wir kommen messen für mal. Und jetzt probiere ich das Beste daraus zu machen. Lötscher kämpft sich zurück aufs Eis nach mühseliger Reha. Die Erinnerungen an die WM, an den Unfall, alles weg. Ich sehe eigentlich, dass ich das bin. Aber in dem Moment das Gefühl, dass wir jemand anders sein, weil ich habe die. Aber die genauen Erinnerungen daran, die Emotionen, das, was ich gefühlt habe, dann habe ich einfach null Ahnung. Und das ist noch schwierig, das irgendwie zu verknüpfen zusammen. Der Alte wird er nie mehr auf dem Eis. Der Kopf zu langsam für Spitzenhockey. Auf den Rücktritt folgen Depressionen. Die Ehe zerbricht. Vorher, als ich Hockey gespielt habe, hatte ich einen Plan von meinem Tag. Ich hatte einen Tagesablauf, mein Umfeld, es waren alles Hockeyspieler. Und nachdem dass ich das Hockey nicht mehr hatte, bin ich am Morgen aufgestanden und habe gesagt, hey, wieso stehe ich eigentlich auf? Also ich hatte keinen Purpose mehr. Ich hatte nicht irgendwie einen Grund zum Aufstehen. Und ja, mein ganzes Umfeld, jetzt abgesehen von meiner Familie natürlich, sind alles Hockeyspieler. Die waren einfach nicht mehr da. Und das hat sich angefühlt wie eine grosse, grosse Lehre. Und mit dem umzugehen, ist eine grosse Herausforderung. Dank Hilfe kann Lötscher die Lehre füllen. Er ist Vater von zwei Söhnen und gründet eine eigene Firma. Und steht zwischendurch auch wieder auf dem Eis, wie hier in Arosa in einem Plauschcamp als Coach. Gut gespielt! Hey! Gute Einstellung, he? Mindset ist richtig, oder? Mit dem Blut verschmiert Gesicht. Ja, du siehst super aus. Verspielt wie eh und je. Technisch beschlagen, seine Freude auf dem Eis sichtbar. Ja, das Hockey ist schon kein Stellenwert mehr, aber es, ja, das kann ich nicht abstreiten, dass mir höhere Freude macht und dass ich mega gerne für mich bin. Und wenn ich sehe, dass andere Leute Freude haben am Hockey spielen, ist das Gerechtste für mich. Vor wenigen Wochen veröffentlicht der 35-Jährige seine Biografie, will damit anderen etwas weitergeben. In Arosa liest er erstmals aus seinem Buch, das er mit einer Co-Autorin geschrieben hat. Der Unfall liegt 12 Jahre zurück, aber die Emotionen sind da. Macht eine lange Pause. Ringt um Fassung. Das war sehr, sehr emotional. Das schüttelt mich auch heute durch. Lötschers Geschichte bewegt das Publikum. Deichtra Sorka, sein Lebensmotto. Der Walliser hat den Schmerz über die verpasste Karriere überwunden. Lötschers Leben rollt. Ohne Reue, ohne Wehmut, ohne Hast. Im Reinen mit sich und seinem zweiten Leben. Ja, dass der Kevin vor dem Unfall ist nicht viel anders gewesen als ich. Sicher ein bisschen weniger Ruhe hat er gehabt. Also er ist ein bisschen mehr, ja, hat er ein Schlitzohr gewesen.
Aber nein, er wäre auf jeden Fall stolz auf mich. Ja, das würde ich hier schreiben.